Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. 28 Jahre deutsche Einheit. Am zentralen Festakt in der Berliner Staatsoper nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel teil. Die Hauptrede hielt Bundestagspräsident Schäuble. Er rief zu mehr Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf. Neben dem Staatsakt findet seit Montag auch ein Bürgerfest statt. Mehr als 1 Million Besucher werden erwartet. Demonstration in München gegen Hetze und einen Rechtsruck. In der bayerischen Landeshauptstadt sind mehr als 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten eine andere Flüchtlingspolitik und wandten sich gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Britische Premierministerin verteidigt ihren Brexit-Kurs. Beim Parteitag der konservativen Partei in Birmingham rief May interne Kritiker auf, den Traum vom Zitat perfekten Brexit aufzugeben. Stattdessen sollten sie ihre Regierung in den anstehenden Verhandlungen unterstützen. US-Sanktionen gegen den Iran sind unzulässig. Die Vereinigten Staaten müssen die jüngsten Strafmaßnahmen zum Teil aufheben. Das entschied der Internationale Gerichtshof und gab damit einer Klage Teherans statt. Die Entscheidung ist zwar bindend, das Gericht hat aber keine Möglichkeiten zur Durchsetzung. Chemie-Nobelpreis für Forscher aus Großbritannien und den USA. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnet die US-Amerikaner Francis Arnold und George Smith sowie den Briten Sir Gregory Winter aus. Die Wissenschaftler haben Proteine für Biokraftstoffe und Medikamente entwickelt und sich dabei an den Prinzipien der Evolution orientiert. Das Wetter. Morgen im Norden Wolken verhangen und immer wieder mal Regen. Im Süden sowie in der Mitte nach Nebelauflösung freundliches Wetter. Höchstwerte 12 bis 21 Grad.